Ich meine, es gibt ja nicht umsonst Kinder, die alles haben, aber doch eigentlich nichts haben, ne? Die halt trotzdem alleine sind, egal ob sie alles haben oder nicht. Ah, kannst du nicht mal früher anfangen, damit ich LOL mit ihr spielen kann oder blablablub und hast du nicht gesehen? Es geht einfach nicht. So, die Zeit habe ich nicht. Ich habe auch überhaupt keine Zeit. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich nicht. Jetzt ist mein Praktikum ja vorbei und eigentlich müsste ich ja Zeit haben, aber habe ich auch nicht. Irgendwie. Ich habe auch keine Zeit, liebe Fee. Ich bin da mitten in den Prüfungen. Angst. Ja, I don't know why I don't have time. Das ist komisch. Ja, Zeit ist Luxusgut, glaube ich, mittlerweile. In Zeiten, wo... ein bisschen an Momo. In Zeiten, wo fast sowieso jeder arbeiten muss, auch im normalen Haushalt, wenn beide arbeiten müssen, das ist halt... Ich finde es unnormal einfach. Also es ist mittlerweile gang und gäbe, weil man einfach sonst nicht mit Runden kommt, aber die Kinder brauchen doch Bezugspersonen, die müssen doch da sein. Die können doch nicht vom Kindergarten großgezogen werden oder von irgendwelchen Leuten, die sie nicht kennen. Ja, was meinst du denn, warum die meisten Kinder so Probleme haben mit ihren eigenen Eltern und was weiß ich? Ja. Weil die Eltern ja nie da waren. Ja. Und dann, jetzt war das, ey, ohne Witz, nee, kann ich nicht verstehen. Ich kenne das ja in meiner Kindheit noch, als wir klein waren, also ich und meine Schwester, hat meine Mutter gar nicht gearbeitet. Die hat dann wieder angefangen zu arbeiten, als ich in der Schule war. Das war ja auch in Ordnung, war ein Vormittagsjob. Mhm. Und dann hat die in der Bäckerei gearbeitet, neben der Schule. Das heißt, ich bin dann also nach der Schule gekommen und direkt da hingegangen. Und hatte sie quasi wieder. Also, witzig. Ja, und als ich dann noch älter war und auf die weiterführende Schule gegangen bin, also 5. Klasse, da hat sie dann angefangen, wieder was anderes zu machen und im Altenheim gearbeitet. Sollten wir jetzt weggehen. Und das war auch, aber das war dann in Ordnung. Dann habe ich, also ich hatte jede Menge Zeit mit meiner Mutter verbracht. Halt. Mein Vater, der muss halt immer viel arbeiten, den habe ich ja nicht so oft gesehen, aber das ist ja, irgendeiner muss halt arbeiten, das war ja schon immer so. Ja. Aber solange ich eine Besuchsperson habe, ist auch alles in Ordnung. Und irgendwie ist aus mir trotzdem nichts geworden. So, gute Nacht. Meine Mama ist auch erst wieder arbeiten gegangen, als, ja, ich glaube, ich war 16 oder so, dann ging sie dann wieder richtig Vollzeit arbeiten. Sie war auch lange Zeit für uns da. Bin im Bett. Ja, aber jetzt frage ich dich, wer kann sich diesen Luxus heutzutage noch leisten? Das geht nicht mehr. Es ist leider wirklich viel zu teuer. Ich bin damals in der Grundschule auch fast alleine quasi aufgewachsen. Meine Mama musste halt arbeiten gehen, weil sie alleinerziehend ist. Meine Mama auch. Und die ist dann halbtags arbeiten gegangen. Entweder hatte sie Frühschicht oder Spätschicht, dass ich dann bei meinem Vater geschlafen habe. Also hey, aus mir ist trotzdem was geworden. Ich bin arbeitslos. Richtig. Im Moment. Ja, arbeitslos bin ich nicht, aber... Nein, aber aus mir ist trotzdem... Ja, ich bin ja jetzt auch nicht wirklich arbeitslos. Mein Praktikum ist halt vorbei. Aber ich suche mir jetzt gerade ein neues und ich werde dann studieren jetzt wieder. Aber es ist halt trotzdem so, dass du trotzdem sagst, ey, aus dir ist trotzdem irgendwie was geworden, vielleicht auch gerade deshalb, weil du dir dessen bewusst bist, weißt du? Hm. Was da deine Eltern für Opfer gebracht haben. Und, ja. Ja, aber weiß nicht, ist doch schöner, wenn ein Elternteil wenigstens zu Hause eine Zeit hat, also. Ja, klar ist das schöner, aber wer kann sich das leisten? Ja, das ist doch ein Fehler in der Gesellschaft, wenn man sich das nicht mal leisten kann. Ja, ach, also. Wem sagst du das? Deutschland wundert sich, warum keine Kinder geboren werden. Ja, warum denn? Ja, wer will denn in diese Welt ein Kind setzen? Also ja, und dann keine Zeit für das Kind haben. Ja. Ja. Gott sei Dank klappt das bei uns noch. Wie so. Zum Beispiel heute, da hatten wir ja, ich hatte den Tag frei, komischerweise, Tag der Arbeit. Man hat frei, komisch, na egal. Da waren wir halt mit den beiden auf dem Mittelaltermarkt, der war ja zufällig da und da, hier wollte ich gar nicht hin, verdammt. Sind wir hingegangen, zufällig war da ein Mittelaltermarkt. Wir wussten schon, dass der da war. Aber wir haben was mit denen gemacht den ganzen Tag dann. Dann waren wir auf der Burg, dann wollte der, der hatte auch Ritterkostüm an, dann wollte er den Drachen da oben töten an der Burg, aber der war irgendwie nicht da. War ja klar, der Drache war nicht da, ja. Also mal war da immer eine Drachenhöhle und da war da so ein Stoffdrache drin, ein bisschen unheimlich, aber da wollten wir eigentlich hin, aber irgendwie war der diesmal nicht da, super. Hat er sich voll drauf gefreut. Dann haben wir den überall in der Burg gesucht gehabt und dann war der einfach schon weggeflogen. Das hat er also verkraftet. Aber wir haben halt irgendwas mit denen gemacht den ganzen Tag. Also ich habe mich nicht hier einen Tag mal zu Hause ausgeruht, einfach nur, weil ich einen Tag frei habe. Und ich bin auch noch krank gewesen, trotzdem habe ich das gemacht. Ich finde, das gehört sich so. Ja, aber das ist ja dann auch, ich meine, dafür bekommst du ja auch was von deinen Kindern zurück. Ja, ja. Und das sind halt Erlebnisse und so, die kannst du nicht eintauschen.
So, gegen alles Geld der Welt nicht irgendwie. Ich meine, es gibt ja nicht umsonst Kinder, die alles haben, aber doch eigentlich nichts haben, ne? Die halt trotzdem alleine sind, egal ob sie alles haben oder nicht. Ja. Und dann scheiße ich auch auf das ganze Spielzeug, was ich kriege. Hauptsache, die haben ein bisschen Zeit mit mir verbracht oder mit meiner Frau. Oder, also, es ist immer für die da gewesen. Am Ende ist es Kindern noch wichtiger, mit den Eltern Zeit zu verbringen, als mit irgendwelchen. Keine Sorge, liebe Kinder von Rather, ihr kriegt noch eure Weihnachtsgeschenke. Ich glaube, das ist denen egal. Also, ganz ehrlich, glaube ich, dass die sich aus Geschenken nicht viel machen. Ich glaube noch nicht. Die sind noch relativ jung, ne? Also, ich habe mir mein ganzes Leben nichts auch nicht viel aus Geschenken gemacht. Und ich glaube, das werden die auch nicht. Aber kann natürlich auch anders werden. Man weiß es nicht. Okay. Ja. Aber die kriegen trotzdem einen Haufen Geschenke. Das ist also. Bist du? Ich bin im Hobbithaus. Ich komme. Rather kann ja auch mal gucken, wenn er möchte. Ich komme. Man kann sich überlegen, zum Beispiel letztes Weihnachten haben die so große Bausteine gekriegt aus Stoff. Mhm. So ergonomisch wertvolle Bausteine. Cool. Aber das Paket halt, das hat der Große gekriegt, halt von, haben wir den geschenkt, 350 Euro gekostet. Ne? Das ist halt so. Kriegst du nicht geschenkt, die Steine. Jetzt haben wir noch den anderen, noch welche so Rollen waren halt nicht bei, runde Steine. Die haben wir nachgekauft. Und da kostet halt auch ein Stein nochmal 80 Euro. Das war also. Warte, so. Das ist Esszimmer. Boys. Yeah, sehr nice. Guck. Gleich eingeweiht. Ich esse auch gleich. Ja, ich kann oh, süß! Das Bett ist geil. Rather, komm rein. Ja, sofort. Ich dachte, du ziehst dir gerade eine Nase am Tisch. Oh. Er braucht Ideen, deshalb zieht er sich eine Leine. Das Bett ist süß, Rather. Das Bett ist niedlich. Ich zieh mir nichts in die Nase rein, ich hole was raus aus der Nase. Komm rein. Wollt ihr mal sehen? Ich mache ein Video vor. Komm rein, guck mal. Oh, schön, das ist ja, das erinnert mich ein bisschen an mein Bett. Nur, dass ich das mit dem Sarg besser hingekriegt hat. Der steht zu weit offen, da sieht man ja so viel. Das ist sehr hübsch. Juhu. Oh, das ist der Kamin von der anderen Seite, ne? Ja. Das ist natürlich ein bisschen doof, wenn du, stell dir vor, du hast Gäste. Hallo, du hast die Gäste. Die können sogar durch die, wenn sie ganz, also, wenn sie Optifine benutzen, können sie auch durch die Tür gucken. Also du wohnst hier mit deinem Mann, deinem Freund oder sonst irgendwas, dein Kerl hat noch ein paar Gäste, du gehst aber schon ins Bett, die sitzen hier am Tisch, wollen sich, legen die Füße auf den Tisch hoch und wollen sich einen spannenden Abend machen und dann ziehst du dich da hinten um und gehst ins Bett. Dann freuen die sich aber. Ja, kann, so kann man das auch sehen. Aber das Schlafzimmer hat eh keine Tür, von daher vom Essraum ins Schlafzimmer ohne Tür. Ja, aber geil, schon schön, ist schön. Ja. Auf jeden Fall schön. Was ist das für ein Sandstein hier? Das ist glatter Sandstein. Okay. Und das hier unten sind Sandsteine. Das sind die ganz normalen Sandsteine, auch hier in der Decke, das ist auch ganz normaler Sandstein. Und dann hier an den Rändern ist dann halt dieser Hieroglyphen-Sandstein. Ja, ja. Ja, nice. Hm. Und hier hast du den Hinterausgang. Ja, das ist wo meine Kuh, damit ich Kuchen backen kann. Okay. Nein, nicht zumachen. Ach, die milkst du immer, wollte ich sagen. Ja, die milkst du dann. Die milkst du. Genau, damit ich die melken kann, wenn ich Kuchen backen will. Yeah, yeah. Juhu. Ach ja. Seufz. So schwer. Sind wir jetzt mit dem Familienthema durch? So, gut, Gott sei Dank. Ich wollte schon dich. Ich glaub grad, hab schon gedacht. Ja. Ja, erzähl einfach, ich bin ruhig. Ich laufe gerade planlos durch die Gegend. Ich weiß nicht, weil ich noch hier in den Raum reinbauen soll. Ach so. Wie viel Uhr haben wir denn? Wir haben noch. Ja, wir können ein paar Spiele gleich machen. Du zeigst uns vielleicht das Ding, was du gebaut hast, und dann machen wir noch ein paar Spielchen. Und dann gucken wir mal. Ich will das eben noch. Kann ich das noch zubauen? Ja, weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Ich habe mir eine große gerade Fläche gebaut. Wow, eine große gerade Fläche. Fee wird mich hauen, wenn sie das sieht. Noch. Ich liebe es ja, wenn man die Strips aufgebraucht hat, dass er dann zum nächstgrößeren, dir das nächstgrößere ins Inventar gibt. Ja, ist das nicht toll? Mhm. Das ist blöd mit Marvel, weil und wenn du dann noch Basalt im Inventar hast. Ja, stimmt. Das meinte ich gerade. Ja, ja. Oder aber auch mit dem Sandstein. Wenn du zuerst mit normalen Sandstein gebaut hast, dann haut er dir die Hieroglyphen oder den glatten rein. Ja klar, weil es von der ID wahrscheinlich gleich ist, also ungefähr. Ja, so ähnlich, also. Ja. Liebe Modder, da müsst ihr noch arbeiten. Oh. Aber Tekken wird, glaube ich, in dieser Version eh nicht mehr geupdatet, ne? Die sind ja bei... Vielleicht haben sie das in der zukünftigen, also so...
Hallo. Hallo. Take it light halt, da kennt das. Hast du Schilder gelesen? Was? Hast du die Schilder gelesen, die vor der Tür hängen? Oh nein, muss ich noch tun. Nö. Dann wird es ein bisschen deutlicher, was das sein soll. Ah, ja. Das ist natürlich gut. Sitzen wir da mit unseren Anzügen. Also, ne. Was ist das denn hier? Irgendwie ein Tisch für Ablage. Ja. Irgendwelche Blätter oder so. Oder Aktenordner. Ja. Huch, aber hier ist ein, das musst du aber noch wegmachen. Hier ist ein, Knopf mitten in der Luft. Hier. Der gehört dahin, der soll so. Nee, der soll nicht so. Der ist gerade beim Fensterrahmen. Auf Facebook wurde uns übrigens noch gefragt, Ja? Ne? Da wurde uns noch gefragt, was wir zu dem bösen schwarzen Humor sagen. Schwarzer Humor? Ja, ich weiß ja nicht, wie schwarzer Humor böse sein kann. Ist halt, Kommt auf die Situation an, wie ich ihn finde. Die Frage ist, was bezeichnet man mittlerweile schon als schwarzer Humor? Was ist noch normaler Humor? Ja, weil stimmt. Ich glaube, die Grenzen sind ein bisschen weiter ins Dunklere, ins Bösere gerutscht. Ich glaube, mittlerweile ist schon was normaler Humor, was früher noch schwarzer Humor war. Ja. Und wenn es nicht schwarz ist, dann ist er sarkastisch. Also ich weiß nicht, früher hat man mir immer gesagt, man macht keine Witze über den Tod oder sowas. Das war so, die haben meine Eltern so beigebracht, aber ich glaube, mittlerweile ist das doch gang und gäbe, oder? Ja. Also in Spiele von, weiß ich nicht, in Zeiten von Spielen mit Zombies und, hast du nicht gesehen? Zombies sind ja auch quasi Witze über Tote, oder? Ja. Meine Mama und ich haben immer Witze gemacht darüber, wenn sie dann mal stirbt, dann soll ich irgendwie kein teures Begräbnis machen? Habe ich gesagt, ja Mama, ich hole dann einen Schuhkarton und dann bemale ich den. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Ja. Ja, weiß ich nicht. Habt ihr das denn früher nicht so mitgekriegt, so macht über den Tod keine Witze oder sowas? Haben euch das die Eltern nicht beigebracht? Doch, doch. Aber im Endeffekt habe ich mich eh nicht dran gehalten. Ja, also ich kann mich gar nicht dran erinnern. Ich habe immer irgendwelche blöden Witze darüber gemacht. Ja. Ich meine Mutter hat die gemacht, die ist Voice. Ja das Schlimme. Und jetzt ist sie tot. Tja, also mach keine bösen Witze über den Tod. Wenn ich diesen Witz mache, ist das ja auch was anderes. Hätte Voice diesen Witz jetzt gemacht, dann wäre das, nur um das mal zu erklären, wäre das taktlos gewesen. Aber wenn ich diesen Witz mache und alle lachen, ist das in Ordnung. Von daher ist das... Wir haben nicht gelacht, was ist nicht Nein, aber von daher ist das immer Ansichtssache, was schwarzer Humor ist und was dann schon nicht mehr gut ist und was taktlos ist und was nicht. Kommt immer auf die Perspektive an. Alles ist relativ, wie ein berühmter Mensch mal sagte. Ja gut. Ja, schwarzer Humor ist ja nicht nur tot. Da gibt es ja auch noch ganz andere Themen, die einfach so Randthemen, die man nicht in der Gesellschaft gerne anspricht. Wenn man darüber Witze macht, dann bezeichnet man das ja... Mein Humor ist so schwarz, da könnte Baumwolle pflücken. No races. Ja, nur so, mal so als Beispiel. ins Bett erstmal, bevor wir hier noch gleich... jetzt kann ich auch ins Bett gehen, jetzt habe ich diesen einen... Aber ich glaube, Schwarze in Deutschland ist ja sowieso noch kein Problem, noch nie ein Problem gewesen. Also das ist ja eher so ein amerikanisches Problem. Ja, genau. In Amerika haben die Probleme mit schwarzem Humor, alles was gegen die Religion geht und mit Sex. Ach, gerade die und Sex, ey. Kein Witz über Sex, verdammt. Nee. Das ist ja Marco-Arbeit, also mein Freund arbeitet ja bei KingArt und die machen ja dann auch, wenn die mal ein Adventure machen und das wird dann übersetzt ins Englische, die mussten für die Viehchroniken... Haben die sich so viel Mühe gemacht, die mussten jede einzelne Scheißstelle, die sexistisch ist oder mit Gewalt oder so, müssen die aufschreiben. Jede einzelne Scheißstelle und genau warum das sexistisch ist und bla bla, damit da die USK vernünftig werten kann. Oh my fucking gosh. Ja. Gosh? Oh my fucking gosh, ja. Die Amerikaner sagen nicht gerne Gott, weil das geziemt sich nicht und deshalb sagen sie gosh. Vor allem, oh my fucking gosh. Ja, fucking oh my fucking gosh. Ist da, ne? Die Amerikaner spinnen halt doch. Ja. Was will man? Schlimmer als die Römer. Ja, die Römer. Damals. Damals in Rom mit Cäsar. Damals in Rom. Ach ja, das war noch Zeit. Kann ich mich doch genau dran erinnern. Das ist gestern gewesen. Wollt ihr gucken kommen? Ja. Ja, Moment, ich muss gerade die Zombies killen. Nein, ich habe meine Säge weggeworfen. Nein! Ich glaub, das ist ein bisschen dunkel hier, oder? Das ist mir aber heute auch schon ein paar Mal passiert.
Ja, ich werf auch immer alles weg. Das ist ja fast wie ein Zombie-Spawner hier. Du, Creeper. Nee, ich sehe den kaum. Ich glaube, ihr in der Aufnahme habt ihr jetzt ganz schön.